macht sein zweites Tor heute. Ganz starke Leistung. Eine einseitige Angelegenheit. Das drückt auch das Ergebnis aus. Und Neymar. Er zieht ab. Das macht der Torwart gut. Den Ball hat er. Also aus. Der Referee hat hier also die zweite Hälfte angepfiffen. 45 Minuten des zweiten Gruppenspiels erwarten uns noch. Und Neymar auf dem Weg Richtung Strafraum. Gefährliche Flanke. Flanke war nicht schlecht, aber die Abwehrspieler standen gut. Defensive ist gut organisiert. Es gibt den Freistoß für Barcelona. Jetzt wollen sie den Gegner überraschen. Neymar schießt! Gute Aktion vom Torhüter. Der Ball war abgefälscht, also gibt's Ecke. Jetzt Einwurf Barca. Neymar jetzt. Sehr gut reingespielt. Schießt er ihn rein. Was für ein Tor. Gut auf Außen gespielt. Und dann ist da Zeit für die Flanke. Und so entsteht das Tor. Dieses Tor müssen wir uns unbedingt nochmal anschauen. Die Flanke war lang unterwegs, aber auch sehr gut reingebracht. Und da fällt der Abschluss leicht. Klasse gemacht. Das sah sehr einstudiert aus. Buschi. Sieht so aus, Wolf. Auf jeden Fall kommt der Ball gut rein. Und dann ein toller Abschluss. Da holt er den Ball zurück. Es wird gleich gewechselt. Ja, der Trainer will noch mal ein wenig umbauen. Der Torhüter kommt nicht ran, aber die Latte rettet. Maxwell. Jetzt Barca am Ball, es gibt Einwurf. Jetzt Messi am Ball. İlkay Gündoğan ist zu Manchester City gewechselt und verlässt Borussia Dortmund. Ein echter Coup, Wolf, wenn du mich fragst. Alle Beteiligten dürfen froh sein, dass es jetzt zu einer Einigung gekommen ist. Und jetzt die Auswechslung beim FC Barcelona. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Können Sie jetzt einen Angriff aufziehen? Jetzt kann es was geben. Neymar mit dem Ball. Suarez jetzt. Da passt der Torhüter auf. Aber er muss aufpassen bei dieser Ecke. Mit der Faust kann er hier retten. Klasse, Suarez jetzt am Ball. Rakitic. Ganz starke Aktion vom Torhüter. Keine gute Ecke, die Chance ist vorbei. Es müsste mal eine zündende Idee kommen. Er gibt abseits. Jetzt geht Neymar in die Offensive. Der Ball ist draußen. Einwurf für Barcelona. Rakitic jetzt. Gute Flanke, aber mindestens genauso gut vom Verteidiger.
Sie haben den Ball. Abgefangen, gut gemacht. Digne. Langer Ball für Neymar. Jetzt könnte es gefährlich werden. Das macht er gut. Nee, aus der Chance wird doch nichts. Jetzt ist der Gegner am Ball. Und hier wird es gleich einen Wechsel geben. Ja, die wollen noch mal was Neues versuchen. Regulär ist noch eine Viertelstunde zu spielen. Iniesta. Und Rakitic. Fairer Einsatz hier. Hier deutet sich ein Wechsel an. Und den Wolf wird es wohl bei der nächsten Unterbrechung geben. Also das hat hier niemand erwartet. Barcelona beherrscht dieses Match fast nach Belieben und schießt hier ein Tor nach dem anderen. Neymar, jetzt vielleicht mit der Passmöglichkeit. Und er bringt den Ball rein. Die Flanke kommt rein, aber da wird nichts draus. Abgefangen. Neymar geht runter. Und der Wolf hat uns richtig begeistert. Nicht nur wegen seines Doppelpacks.
Showtime! Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zum Pokalfinale. Hier fiebern alle dem Anpfiff entgegen, Wolf. Tolle Stimmung im Stadion. Das könnte ein richtig gutes Spiel werden. Und in der heutigen Partie heißt es FC Barcelona gegen Juventus Turin. Hier sehen wir die heutige Aufstellung von Barça. Kurze Einschätzung zu Ihrer taktischen Ausrichtung heute, Buschi. Wir sehen hier ein 4-3-3 und klar, das wird viel über die Außen, viel über die Flügel gehen. Und hier sehen wir die Startaufstellung von Juventus Turin für heute. Kurz noch. Die Chance zur Führung. Und diesen Ball hat er sicher. Klasse vom Torwart. Gutes Tackling. Neymar! Toll gemacht von Chiellini. Er kommt nicht durch mit dem Pass. Der Verteidiger passt auf. Aufgepasst von Chiellini. Eins dürfte heute klar sein. Heute trifft Juventus auf einen gleichwertigen Gegner. Das kann man sagen. Es verspricht ein sehr spannendes Match zu werden. Der Ball geht weit daneben. Also das hätte er sich besser gespart. Ja, und die Teamkollegen sind auch nicht besonders glücklich damit. Er hätte abspielen müssen. Die Defensive steht. Da trennt er ihn fair vom Ball. Ivan Rakitic. Guter weiter Ball auf Neymar. Gefährliche Flanke. Gute Flanke, aber noch besser verteidigt. Das macht er gut. Und Neymar treibt den Ball nach vorne. Jetzt die Gelegenheit. Da passt der Torhüter auf. Messi wird den Eckball ausführen. Neymar schießt. Nee, der Ball geht daneben. Das kann er definitiv besser. Jordi Alba jetzt am Ball. Und Ball abgefangen von Khedira. Das könnte die Chance werden. Schuss von Neymar.